Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Diesmal nicht morgens aus dem Auto, sondern spätnachmittags aus dem Auto. In schönster Herbstsonne. Wir haben heute richtig, richtig tolles Wetter gekriegt am Nachmittag. Und die nächsten Tage sehen auch gar nicht mehr so schlecht aus, wie noch letzte Woche angekündigt. Das freut mich natürlich sehr. Ich habe ja in 2 Wochen auch noch eine Woche Urlaub. Und Jan und ich haben schon Tropical Island gebucht. Da wollen wir 2 Tage hin, also eine Übernachtung. Und ich will Jan noch überzeugen, dass wir vielleicht noch einen kleinen Abstecher machen. Irgendwie so vielleicht an die Müritz, das würde ich ganz schön finden. Da wollte ich schon länger mal hin. Ja, mal gucken, ob er das mitmacht. Ja, heute ist Montag und ich habe ganz normal gearbeitet. Jetzt warte ich noch auf meine Schwester und dann fahre ich nach Hause. Morgen habe ich meinen Tattoo-Termin. Ich hatte mir ja vor ein paar Monaten den Fuchs stechen lassen und habe dann direkt für Oktober, also nach der Schwimmbadsaison, wieder einen Termin gemacht. Ich möchte meinen Arm noch, also meine Rose am Arm noch ein bisschen erweitern und ja, bin schon ganz gespannt, wie das dann aussehen wird. Ich habe nämlich jetzt keine direkte Vorlage geschickt. Ich habe so eine Inspiration und mal gucken, ob wir das morgen dann gemeinsam hinkriegen. Ich bin wirklich super gespannt und ja, das steht morgen an nach der Arbeit. Da werde ich dann nachmittags hindüsen. Ja, das ist so geplant. Ansonsten muss ich diese Woche 2x länger arbeiten. Wir haben noch 2 Teamfortbildungen und sonst noch was diese Woche? Glaube nicht. Also zumindest noch nichts Festes geplantes. Ja, kriegen wir alles zu sehen und jetzt würde ich sagen, geht's zum nächsten Clip. Wir haben heute Freitag. Ja, ich muss jetzt noch bis um 1 voraussichtlich arbeiten und habe dann Wochenende, beziehungsweise muss dann noch den Wocheneinkauf erledigen und dann habe ich Wochenende. Und ja, genau, ich habe mein neues Tattoo bekommen am Dienstag. Und das zeige ich euch mal, wenn die Folie ab ist. Ich habe es auch schon auf Instagram gepostet. Ja, ich habe quasi meine Rose, die ein bisschen zu dick gestochen wurde, ja, erweitern lassen. Und ja, jetzt ist es gerade am Verheilen. Es juckt auch schon ein bisschen. Und genau, das hat 2 Stunden gedauert, das Ganze. Von den Schmerzen her war es überwiegend erträglich, außer wirklich in der Ellenbeuge. Also da, oh Gott, da tat es richtig weh. Und ja, aber nach den 2 Stunden, also 2 Stunden am Stück, das hat mir dann auch gereicht. Also ich konnte dann auch, also von den Schmerzen her, ich hätte noch mehr ausgehalten, aber ich konnte auch einfach nicht mehr sitzen. Und ja, deswegen waren diese 2 Stunden schon für mich dann an der Grenze, aber alles gut. Ja, das war so los die Woche. Ich dachte, ich mache noch mal innerhalb dieses Vlogs einen Food Haul. Habe ich lange nicht mehr gemacht, gucken einige von euch immer ganz gerne. Es ist jetzt ganz normaler Wocheneinkauf, jetzt kein spezieller Anlass oder sowas. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt einfach mal der Reihe nach. Ich fange an mit Naturjoghurt, den sollte ich für Jan mitbringen. Den wollte er gerne morgens für sein Müsli. Das ist der manchmal mit Milch und manchmal eben mit Joghurt. Ich brauchte Schmand und Creme Fraiche für unsere Wochengerichte. Schmand brauche ich für Flammkuchen, den es geben soll. Und Creme Fraiche überlege ich gerade, ich glaube, für ein Curry. Genau, dafür brauche ich nämlich auch den Blumenkohl, den ich mitgenommen habe. Das soll nämlich ein vegetarisches Curry werden. Und ja, statt Fleisch, also wie Hähnchen, kommt da Blumenkohl rein.
Dann habe ich dreimal diese Dreierpacks von Passionsfrüchten mitgenommen. Liebe ich total. Ja, mag ich richtig gerne. Eine Avocado, die kommt auch in ein Gericht. Und zwar gibt es bei uns auch einmal Reis mit Kichererbsen, Avocado, Tomaten und so weiter. Also auch Veggie. Ich habe gar kein Fleisch gekauft. Ist bei uns übrigens jetzt auch wirklich selten mal der Fall. Also wenn wir mal wirklich Lust haben auf ein gutes Stück Fleisch, dann hole ich was beim Fleischer. Aber die meisten Gerichte, die wir selber kochen, sind vegetarisch. Ich sage jetzt nicht damit, dass ich kaum noch Fleisch esse. Ich esse ja auch häufig in der Arbeit bei uns eine Kleinigkeit mit. Da gibt es häufig Fleisch. Ich mag auch Fleisch, aber ich habe eben unseren Konsum oder unseren Fleischkauf sehr, sehr eingeschränkt. Ja, eine Zucchini brauche ich auch noch für eins der beiden Gerichte. Ich weiß gerade nicht mehr für welche. Dann waren Lay's Chips im Angebot. Eine Tüte Chips für eine Woche muss irgendwie sein. Also eine nehme ich mir immer mit, genauso. Ja, wie mein Lieblingsgetränk. Ich mische mir die Cola übrigens immer mit Mineralwasser, so 50-50. Und dann mit Eiswürfeln drin, also so wiederverwendbare Eiswürfel, mag ich richtig gerne, wenn die Cola eben nicht ganz so süß ist, aber ich mag einfach diesen Cola-Geschmack sehr gerne. Ja, dann habe ich mir noch Apfelsaft mitgenommen. Apfelsaft brauche ich auch immer, denn abends nehme ich immer mein Demanosepulver in Apfelsaft. Das Demanosepulver soll gegen Blasenentzündung vorbeugend sein und ja, das nehme ich eben jeden Abend und dafür der Apfelsaft. Man kann es auch in Wasser auflösen, aber dann schmeckt es nicht so gut. Und den Apfelsaft merkt man es nicht. Zweimal O-Saft musste auch mit, einfach für ja, eine Saftschorle oder wenn man morgens mal ein Glas O-Saft möchte. Dann habe ich Feldsalat geholt, den gibt es zum Flammkuchen dazu. Eisbergsalat musste mit für meinen morgendliches Käsetoast, das esse ich immer morgens unter der Woche zum Frühstück. Toast mit Eisbergsalat und Scheiße, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Käse. Ein bisschen habe ich noch, aber da muss ich unter der Woche nochmal los. Ja, irgendwas ist immer. Zweimal WC-Frisch habe ich mitgenommen, sowie einmal Butter. Das brauchen wir auch für irgendein Gericht. Ja, ich weiß nicht genau für welches. Ich glaube fürs Curry. Keine Ahnung. Kuchen für Jan holt meine Tante immer beim Bäcker. Ich bin immer mit meinem Onkel und meiner Tante einkaufen oder meistens. Meine Tante geht dann immer noch zum Bäcker und bringt Jan immer was mit. Dann Basmati-Reis für die beiden Gerichte, die ich euch erzählt hatte. Also das Curry und dieses mit Avocado und so. Zweimal Tiefkühlpizza, die wird es wahrscheinlich heute Abend geben. Einfach, ja, weil ich jetzt Freitags habe ich immer keine Lust zu kochen. Ein Stück Wassermelone, ich hoffe, das schmeckt noch. Wobei die letzten Wassermelonen, die ich auch im Ganzen gekauft hatte, haben noch recht gut geschmeckt. Irgendwann ist die Zeit ja leider vorbei. Es wird nicht mehr lange dauern. Zweimal Milch für Jan, für seinen Kaffee und für sein Müsli. Dann habe ich zweimal Camembert mitgenommen. Der kommt auf den Flammkuchen. Das wird nämlich kein klassischer Flammkuchen, sondern einer mit eben Camembert, Marmelade und eben dem Feldsalat mit Birnenspalten und Walnüssen. Ja, ist so ein HelloFresh-Rezept. Dann habe ich einmal Kichererbsen, auch für das Gericht mit der Avocado. Stückige Tomaten sind, glaube ich, nee, die sind fürs Curry. Dann habe ich noch einmal Spüli mitgenommen. Dann, das liebe ich momentan auch sehr, Feigen. Die sahen heute sehr gut aus, deswegen habe ich 5 Stück mitgenommen. Mag ich super gerne. Die gibt es ja leider nur wirklich eine sehr, sehr begrenzte Zeit. Cabanossi habe ich mitgenommen, auch für das eine Gericht mit der Avocado. Eigentlich gehört Chorizo angebraten damit rein, aber Chorizo gibt es, glaube ich, nicht regulär im Supermarkt, also zumindest bei unserem nicht. Deswegen habe ich jetzt Cabanossi geholt, geht auch. Die Birne, von der ich eben erzählt hatte, und zweimal Büffelmozzarella. Es gibt nämlich auch einmal noch Büffelmozzarella mit Nudeln und angebratenen Tomaten und der Zucchini. Genau, so als, wie nennt man das, so Antipasti-Pasta. So.
Genau, damit sind die Tüten leer und ich werde das Ganze jetzt mal in den Kühlschrank und den Vorratsschrank verräumen. Hi ihr Lieben, einen schönen Abend wünsche ich euch. Wir haben Donnerstag, es ist jetzt 8:45. Ich gucke auf dem Sofa ein bisschen The Voice of Germany. Da sind so viele gute diesmal dabei irgendwie. Also ich habe mir die ersten beiden Folgen, ich glaube das ist heute die dritte, bei YouTube angeschaut, also die einzelnen Clips immer. Und eine hat mich, also ich weiß leider nicht mehr, wer es war, kann ich euch einblenden. Ich gucke da nochmal nach, fand ich so mega gut. Und jetzt gerade eben in der Vorschau, also richtig, richtig cool. Die letzte Staffel ist irgendwie voll an mir vorbeigegangen. Ich glaube, sonst habe ich alle Staffeln relativ viel verfolgt. Genau, ja, wie gesagt, heute ist Donnerstag, ich hatte heute einen Tag frei, bei uns sind einerseits Herbstferien in der Kita, da sind ein paar Kinder im Urlaub oder einfach machen frei, wir haben aber auch einen ganz, ganz hohen Krankenstand bei uns unter den Kindern vor allem, also dieses Jahr ist es wirklich super heftig mit den ganzen Erkältungskrankheiten, Fieber, wir haben Scharlach, wir haben Bronchitis, also es ist richtig ausgedünnt bei uns, deswegen haben wir jeder einen Tag Überstunden freigenommen in dieser Woche und meiner war eben heute. Ich war heute noch kurz bei Rossmann einkaufen, wollte eigentlich Bilder ausdrucken, aber ich hatte das schon ganz oft, dass es bei mir nicht funktioniert hat, weil nicht alle Bilder vom Handy auf den Computer da geladen werden können. Warum auch immer, keine Ahnung. Deswegen habe ich sie jetzt doch online bestellt. Das ist auch um einiges günstiger. Ja, dauert eben halt nur länger. Ja, und dann war ich heute Nachmittag noch joggen, wenn man es so nennen kann. Seit 2 Wochen versuche ich wieder 2-mal die Woche joggen zu gehen. Ich konnte noch nie wirklich joggen, aber im Moment fühlt es sich an, als wären meine Beine aus Blei. Also ich habe so schwere Beine, wenn ich laufe und das mit dem Atmen habe ich sowieso noch nie hinbekommen. Ich laufe wie eine lahme Schnecke und auch nicht weit. Also ich glaube, es sind knapp unter 2 Kilometern. Ich schaffe sie immerhin, ohne zwischendurch stehen zu bleiben oder gehen zu müssen. Das ist immerhin schon was, aber ja, wie gesagt, ich konnte noch nie gut joggen, aber das ist echt im Moment der Tiefpunkt. Naja, gut. Es wird hoffentlich besser, wenn ich es regelmäßig mache, wobei ich habe mir natürlich auch nicht unbedingt die beste Jahreszeit dafür ausgesucht, wieder mit Joggen anzufangen. Aber gut. Immerhin ein bisschen was gemacht. Genau, und dann habe ich nächste Woche mit Jan zusammen Urlaub und wir haben ein bisschen was geplant. Wir werden nämlich, ich werde euch auch auf jeden Fall mitnehmen und vielleicht ein bisschen was filmen. Wir fahren am Sonntag los. Unser erster Stopp ist Hamburg, beziehungsweise der Wildpark Schwarze Berge. Der ist, ich glaube, südwestlich von Hamburg, aber ganz dicht an der Stadt dran. Und ja, in diesem Wildpark war meine Schwester dieses Jahr auch und sie hat sehr davon geschwärmt. Und ja, ich hoffe, es ist kein Regentag. Noch ist sich die Wettervorhersage nicht so einig, ob es jetzt nur bewölkt ist oder Schauer gibt oder doch den ganzen Tag regnen soll. Ja, eben je nachdem wollen wir den Wildpark besuchen. So über den Vormittag und frühen Nachmittag, dann fahren wir weiter Richtung Braunschweig. Da wohnt ja Jans Oma und Onkel und Tante und die wollen wir besuchen und die Oma freut sich schon und will abends auf jeden Fall noch mit uns essen gehen und ja, da werden wir dann eben übernachten. Und dann geht es ganz früh für uns weiter Richtung Berlin-Brandenburg, denn wir wollen ins Tropical Island für 2 Tage. Wir waren da noch nie. Wir haben natürlich damals, als es so neu war, einige Dokus darüber gesehen. Das war ja total angesagt irgendwie. Ist dann aber total irgendwie in Vergessenheit geraten. War nie so ein Reiseziel irgendwie oder ein Ausflugsziel. Aber meine Arbeitskollegin hat vor ein paar Wochen davon gesprochen, dass sie da gerne mal hin möchte. Und dann habe ich überlegt, was könnten wir in unserem Urlaub machen? Ich wollte schon irgendwie so 1-2 Tage mal weg, so ein bisschen Wellness-Therme oder so machen. Und dann ist mir das Tropical Island eingefallen, wo man ja auch eben übernachten kann. Und ja, ich fand es ganz reizvoll. Deswegen habe ich da
zwei Tage mit Übernachtung eben in der Halle gebucht und ich bin sehr, sehr gespannt. Mir ist ein richtig dummer Fehler unterlaufen beim Buchen, denn ich habe nicht daran gedacht, dass zwar bei uns in Schleswig-Holstein keine Ferien mehr sind, aber ausgerechnet in Berlin und Brandenburg Herbstferien sind zu dem Zeitpunkt. Also ich befürchte, dass es sehr voll sein wird. Und ich habe ganz, ganz viele Rezensionen gelesen und ja, es wurde sehr, sehr bemängelt, dass es trotz Corona und eigentlich nicht voller Auslastung richtig, richtig voll ist. Die ganzen Liegen besetzt werden mit Handtüchern, ja, dieses typisch deutsche ätzende Verhalten, keine Ahnung. Gefühlt jeder regt sich darüber auf, aber doch machen es so viele. Ja, keine Ahnung. Also da habe ich schon so ein bisschen Angst vor, dass das irgendwie alles überfüllt ist und nervig ist. Abstand. Aber ich habe dann auch wiederum gelesen, dass ja die Tagesgäste abends natürlich wieder aus der Halle rausgehen und man kann die ganze Nacht über die Schwimmen, also die Pools, benutzen. Zwar jetzt natürlich nicht die Rutschen und nicht die Saunen und sowas, aber zumindest kann man trotzdem noch schwimmen, theoretisch die ganze Nacht lang. Und wir haben auch in unserem Paket die komplette Saunalandschaft mit drin, plus Frühstück, plus Abendessen. Und ja, ich hoffe, das wird gut. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, bin sehr, sehr gespannt, wie es uns gefallen wird. Jetzt ist die Werbung zu Ende passenderweise und jetzt gucke ich weiter.